Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Dwarf Fortress, wo ich gerade bemerke, dass ich vermutlich einen kleinen Fehler in den Jobzuweisungen gemacht habe. Ja, 46. Ich gebe mal unserem besten Metalcrafter auch noch die anderen Jobs fürs Schmieden tatsächlich. Und diesem Peasant, diesem Bauern hier haben wir ja auch noch ein bisschen Jobs zugeschoben. Da wechsle ich mal von Furnace Operating zu Armoring hin. Ich glaube, das wollte ich ursprünglich machen, habe ich nur irgendwie ein bisschen versaut. Naja. So, dann sollen die jetzt hoffentlich ein bisschen schneller tatsächlich geschmiedet werden. Müssen wir noch einmal anwenden. Aber es wäre auch ganz schön, wenn halt ein bisschen mehr Zwerge bald vorbeikommen. Je mehr, desto spaßiger und hier geht es ja um den Fun am Ende. Wie viel Cloth haben wir am Ende eigentlich? Würde mich mal interessieren. Also Kleidungsproduktion, nicht viel, ne? Haben wir denn schon. Ich glaube, damit haben wir auch noch gar nicht angefangen, ne? Wo ist denn Plants? P, da, Plants. Wir haben eine ganze Menge Cotton, Kenneth, Pigtails. Okay, gut, dann wenden wir uns diese Folge mal etwas ganz Wichtigem zu, nämlich der Produktion von, eigentlich sollte ich erstmal sagen, Tuch von Stoffen. Kleidung machen wir dann später draus, aber damit sollte man relativ früh anfangen, denn die meisten Stoffe produziert man halt aus Pflanzen, zum Beispiel aus Baumwolle und so weiter. Und wir haben jetzt haufenweise solche Pflanzen rumzulegen. Das Problem ist nur, solange wir daraus nicht halt wirklich Stoffe machen, bekommen wir keine neuen Samen zurück. Das ist einer der Kernaspekte. Und am besten fangen wir damit wirklich früh an, damit wir halt immer mehr dieser Samen aufbauen, weil wenn wir so eine 150 Zwerge große Festung haben, dann haben wir wirklich einen enormen Verbrauch an Kleidung. Und dementsprechend braucht man einen ziemlich großen also Input an Pflanzen, die man dazu verarbeiten kann. Und dementsprechend braucht man halt relativ viele Samen. Also fangen wir an. Wir bauen erstmal einen neuen Workshop, nämlich einen. Nein. Einen Farmers Workshop. Ich muss auch erst mal kurz nachdenken. Den können wir einfach hinplatschen. Den mache ich jetzt auch mal aus den Blöcken. Geht ein bisschen schneller. Und in Pharma-Workshops werden solche Pflanzen zu Stoffen weiterverarbeitet. Und dann haben wir erstmal Stoffe. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Stoffe können wir auch für viele, viele gute Dinge brauchen. Und dementsprechend würde ich auch versuchen, irgendwie einen Clothmaker, also einen Kleidungsmacher, aufzutreiben. Wir haben da, glaube ich, gar niemanden, ne? Meine Güte, wo ist denn das jetzt? Clothesmaking da. Wir haben ein Steinmetz, ist es, ne? Ja, ist nicht so ideal. Mechaniker, das würde noch gehen. Mechaniker brauchen wir jetzt nicht die ganze Zeit über. Ja, dann kriegst du auch noch das Clothesmaking. Weil am Anfang werden wir nicht unglaublich viel brauchen, aber ein bisschen schon. Denn eine Sache ist mir nämlich aufgefallen. Wir haben ja hier unser Samenlager. Klingt schon fast anstößig. Samenbank. Hey. Entschuldigung. und hier liegen diese kleinen Punkte, diese kleinen Punkte. Wenn ich noch näher ransehe, kann man sie sogar sehen. Diese kleinen Punkte, das ist jeweils ein Samen. Das heißt, auf so einem Feld, wo auch genauso gut ein Block oder ein Stein oder Eisenbarren oder whatever liegen kann oder ein Fass mit voller Samen, liegt ein einzelner Samen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Samen ein bisschen anders gestapelt werden. Wenn man mehrere Samen lagern will, dann muss man sie erst in Beute tun und dann kann man tatsächlich Beutel von Samen in ein Fass tun. Das ist zum Beispiel das, was hier oben passiert ist. Wir haben aber nicht mehr genug Beutel, schätze ich mal, um die Samen alle unterzubringen. Hier ist gar nichts drin. Ist ja cool. Ah, hier sind zum Beispiel Beutel mit Samen drin. In diesem Fass. Wir haben noch nicht mehr genug Samen, deswegen sollten wir,
Samen haben wir genug, aber Beute nicht. Deswegen wollte ich jetzt mal nachgucken, wie es halt um die Kleidung bestellt ist. Und ja, das ist jetzt relativ offensichtlich, dass wir da noch was zu tun haben. Farmer Workshops, genau. Jetzt kommen natürlich wieder ganz lustige Sachen. Wie verarbeiten wir jetzt am besten, ohne dass ich als Spieler viel machen muss, permanent diese ganzen Pflanzen zu stopfen? Ich mache das inzwischen tatsächlich über den Jobmanager. Da gibt es inzwischen wirklich eine ziemlich easy, also einen ziemlich einfachen Job, wie man das einstellen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel einfach einen neuen Work Order geben und der Job, der halt aus Pflanzen Stoffe macht, heißt Process Plants. Das ist ein bisschen sehr vage, aber das ist tatsächlich das, was wir an der Stelle machen wollen. Und wir machen das 10-mal. Und dann machen wir es im Prinzip ähnlich wie mit dem Brew Drink vom Plant. Wir sagen einfach, okay, es gibt eine Condition dazu. Solange es Reagenzien gibt, also Unrotten Processable Plants, available at least 10, macht das. Und wir checken das einfach mal täglich, weil warum nicht? Und dann ist noch eine ganz wichtige Sache, die ich auch manchmal vergesse. Wir müssen an Dwarf Therapist mal gucken, ob wir irgendwo Plant Processing haben. Ob irgendeiner unserer Zwerge Plant Processing kann oder aktuell als Job hat. Da, Plant Processing. Ja, haben wir tatsächlich. Das ist gut. Nicht viel. Wer bist du? Du bist der Mechanic. Ja, wir haben echt relativ wenig freie Manpower. Das ist so ein bisschen, also Dwarf Power eigentlich. Wir sind ja keine Menschen. Wir sind ja Zwerge. Menschen. Uah. So, und das heißt, dass wir jetzt hoffentlich bald anfangen, halt Stoffe zu produzieren. Und weil wir halt relativ viele Stoffe auch brauchen für unterschiedliche Dinge, lohnt es sich auch da relativ zügig anzufangen. Und schon mal die Industrie wenigstens in Ansätzen anzufangen. Und ich würde tatsächlich empfehlen, halt dieses Plant Processing in der Nähe eures Nahrungsmittel-Stockpiles zu machen, weil so wie ich den Stockpile meistens aufsetze, ist in dem Food-Stockpile auch gleichzeitig halt alle Pflanzen drin. Und damit halt alle Pflanzen, aus denen man halt Stoffe machen kann. Ist jetzt so ein bisschen, will man das so machen? Man könnte es natürlich auch noch weiter aufteilen, aber komm, passt schon. Und manche der Pflanzen kann man... Das ist, glaube ich, unser erstes Kind, ne? So gesehen kann man aus manchen Pflanzen, die halt für Kleidung zu gebrauchen sind, kann man häufig auch irgendwie Nahrung machen. Nicht immer, aber aus einigermaßen viel. Also aus Baumwolle zum Beispiel, glaube ich, nicht. Aber aus... Bitte aus 1, 2 kann man da was machen. Baby geboren. Davon haben wir, glaube ich, wirklich noch nicht viele. Nee, haben wir noch gar keine. Wir hatten noch keine bekommen von außerhalb. Weil das kann auch manchmal passieren, dass man Zwergenkinder als Migranten bekommt. Dwarven Babies, also klar, Zwerge, vermehren sich gelegentlich. Sie haben... Ja, sie vermehren sich gelegentlich. Und in einer großen Zwergenfestung kann es durchaus sein, dass man dann so 20 und mehr Kinder hat. Zwergenbabys an sich sind sehr hilflos. Sie müssen tatsächlich von einem Elternteil getragen werden. Sie essen aber, glaube ich, schon feste Nahrung von Anfang an und trinken auch Alkohol. Nur das bedeutet halt auch, wenn beide Eltern sterben, sterben meistens auch die Babys, weil einfach sich niemand mehr um sie kümmert. Das ist ein bisschen... irgendwann werden die Babys zu Kindern aufwachsen und dann können sie auch selbstständig durch die Gegend laufen. Was Zwergenkinder häufig machen, ist spielen, durch die Gegend rennen, mit Zwergen sich unterhalten und so auch tatsächlich für gute Stimmung in der Festung sorgen, weil Gespräche mit, also wenn Zwerge soziale Interaktionen haben, dann fühlen sie sich meistens gut dadurch. Meistens, manchmal haben sie auch Stress und ja, in Extremfällen können sie dadurch auch echt angepisst werden. Und sie helfen sogar ein bisschen dabei, Sachen durch die Gegend zu tragen und tatsächlich die Felder abzuernten. Das machen sie manchmal. Nicht unglaublich häufig, aber manchmal. Oh, die Construction ist suspended. Und da können wir jetzt auch die Wand nochmal fertig machen, weil die Bäume gefällt wurden endlich. Also sie sind nicht komplett wertlos, aber sie sind ziemlich wertlos.
Ja, aber es, so gesehen kann man, können Zwergenkinder auch tatsächlich aufwachsen zu erwachsenen Zwergen, die dann in der Festung wie stinknormale Zwerge arbeiten und dann buchstäblich ein über 100 Jahre langes Leben vor sich haben könnten. Nur Zwergenkinder werden erst mit dem Alter von 15 erwachsen. Und wir haben jetzt ein Jahr geschafft. man muss echt eine Weile spielen, damit die erste Generation von in der Festung geborenen Zwergenkinder noch wirklich erwachsen wird. Es kann durchaus passieren, dass man halt durch eine Migration Wave schon ziemlich große Zwergenkinder halt bekommt, die dann nach einem Jahr oder so erwachsen werden. Was allerdings nicht so unglaublich positiv ist, weil Zwergen, also wenn ein Zwerg gerade erst ausgewachsen ist, dann hat er noch nichts gelernt. Dann muss er erst wirklich einen Beruf erlernen. Er ist in allem schlecht eigentlich. Naja. Aber ein Zwergenleben dauert so lange, dass das an sich Zwerge meistens mehr als genug Zeit haben, um wirklich was zu lernen und auch Meister in ihrem Fach zu werden. So, wir graben gerade nicht mehr. Ist einigermaßen okay. Was wir jetzt mal machen, ist hier, das sind ja die schönen Büroräume werden. Die smoothen wir jetzt mal. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Man kann halt Steinwände bearbeiten. Also zum Beispiel können sich die Engraver, also die Graveure, halt ransetzen und die relativ roh behauenen Steinwände richtig schön glatt machen. So, ja, wie in bekannten Fantasy-Spielen, wo man dann mal eben durch Zwergenminen stapft und dann. Also ich denke häufig halt wirklich an The Elder Scrolls, wenn man da durch eine Zwergenruine wo dann halt alles wirklich sehr, sehr gut verarbeitet ist. Abgesehen davon, dass es auseinanderfällt und mit mechanischen Spinnen überrannt ist. Aber hey, dafür gibt es bestimmt auch eine Mod. Migranten sehr, 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 sehr gut. Wie ich schon mal mehrmals meinte, wir brauchen dringend mehr Zwerge. Ah, okay. Ja, flupp. Ein paar Tiere auch. Ah, ja, ist schon ganz, ganz gut. Einige, ja. Ah. Lamm. Ja. Okay, ich glaube, wir holen gerade das auf, was uns so lange gefehlt hat. Da ist zum Beispiel gerade ein Zwergenkind auch gekommen und wurde von einem Elternteil aufgesammelt. So, dann gucken wir doch jetzt mal rüber zum Dwarf Therapist. Ups. So, einmal das User Interface neu laden lassen. Upsa, was war denn das? Migration Wave. 24 Zwerge. Wir haben mal eben die Anzahl unserer Zwerge mehr als verdoppelt. Das kann durchaus passieren, ja. So, wir schmeißen jetzt erstmal die ganzen Fishing-Jobs hier raus. Wir haben hier einen Level 11 Fisch-Dissector. Herzlichen Glückwunsch, dein ganzes Leben ist wertlos. Wie alt ist der? 67. Sie hat ihr ganzes Leben nichts anderes. Sie? Er? Ach Gott. Sie, ne? Das nach unten ist sie. Ja, ist auch egal. Das Zwerg, so. Hat sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht, als Fische auseinandernehmen. Herzlichen Glückwunsch, du musst jetzt einen neuen Job suchen. So, Hunting. Ja, haben wir noch einen? Okay, ist gut. Hunting kann halt sehr gefährlich sein, deswegen schalte ich es üblicherweise aus. So, was haben wir denn noch alles? Jobs organisieren ist tatsächlich relativ wichtig. Oh, wir haben noch einen richtig guten Metal Crafter. Heilige. Das ist tatsächlich ganz gut. Gut, der hat auch Furnace Operating, das ist relativ langweilig. Sehr schlecht in Armoring. Der ist ein bisschen besser in Armoring. Dann nehmen wir ihn da rein. Das ist das Blacksmithing. Man kann auch ein bisschen schmieden hier. Noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Wir können noch ein bisschen Clove-Making sagen, dass wir es machen sollen. Wo ist denn hier nochmal Plant Processing? Haben wir auch jemanden bekommen? Das ist sehr gut. Käse machen ist relativ langweilig.
Ach, was denn? Ich verliere manchmal den Überblick. Clovemaking haben wir auch tatsächlich 2 Zwerge dazu bekommen. Sehr schön. Dann lassen wir das erstmal hier committen. Wenn man das auch im Spiel greift. So, und dann müssten wir jetzt... Der Zwerg hat Durst. Ist das wirklich etwas, was ich mir Sorgen bereiten sollte? Nö, wir haben genug Getränke. Gut. Wir müssen vielleicht noch ein paar Fässer machen. Obwohl, da wir haben ja einen extra Stockpile für leere Fässer, ne? Ja, gut, machen wir nur noch ein paar. Ein paar. 32. Machen wir auch mal noch ein paar Tische und Stühle. Weil es langsam ziemlich eng an dem Saal wird. Achso, was wir noch machen könnten, ist noch um jemand, noch ein paar Leuten Stone Detailing als Job zu geben. Weil das werden wir ja eventuell jetzt deutlich mehr brauchen. Nicht schlecht. Was bist du? Ein Siege Engineer. Ach, brauchen wir nicht. Was bist du? Ein Metalcrafter, ne? Miller brauchen wir auch nicht. Und Spinner brauchen wir auch nicht so dringend. Mit. Und dann. Dann können wir jetzt wirklich großflächig halt die Steinwände und Böden richtig glatt schmörgeln. Das machen wir auch mal mit den Räumen hier. Nicht ganze Stockwerke, sondern so. Da haben sie ein bisschen zu tun. Deswegen hole ich mir da gerne mehrere Zwerge. Am Anfang dauert halt das Smoothing auch ziemlich lange. Aber wenn die Zwerge ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, dann rauschen sie hier praktisch durch. Und ich würde definitiv mit dem, also damit anfangen, wirklich große Flächen zu smoothen, weil dann lernen sie den Engraving-Job und wenn man dann tatsächlich gezielt große Reliefe in die Wand meißeln, weil das kann man dann auch noch machen, die wirklich irgendwelche Szenen darstellen oder so, dann sind die von sehr, sehr viel höherer Qualität. Weil die Qualität, die sie halt produzieren, hängt massiv von ihrem Skill ab. Es geht halt immer um den Skill. Wenn du keinen Skill hast, bist du nichts. Auch in der Zwergengesellschaft. Das ist ein Loch in unserer Einfahrt. Open Space, da ist eins der Löcher. Noch eins. Hey. Okay, wir brennen jetzt hier ziemlich schnell durch unsere ganzen Schmiedeaufträge, was ziemlich gut ist. Jetzt sollten wir mal noch einen Hotkey hier hinsetzen. F3, Zoom, Name, Smithing. Ach, passt. Perfekt. Weil ich glaube, ich will hier noch eine zweite Schmiede hinbauen. Mit Workshop Forge. Weil wir haben ja noch ein paar. Dann machen wir gleich. Machen wir gleich beide. Wir haben ja noch einige Ambosse. Das heißt, da können wir noch ein paar Schmieden hinbauen. Dann können wir parallel nämlich arbeiten. Deutlich besser. Nanu? Versuchen wir es nochmal. Ah, okay. Jetzt geht's. So, Plant Processing geht voran. Das heißt, da wir ja festgestellt haben, wir brauchen dringend einige Beute. Man kann auch, es gibt tatsächlich bestimmte Pflanzen, die man direkt zu Beuteln weiterverarbeiten kann. Oh, meine Güte, welche waren das? Nee, Process Plant to Bag. Wie waren das nochmal? Da muss ich jetzt echt nochmal gucken, wie das war. Stimmt. Ich gucke jetzt gerade mal ins Wiki. Mhm.
Oder war das nochmal was anderes? Es kann auch sein, dass es noch was anderes war. Das ist gerade mit was verwechseln. Das ist eher, dass man mit Process Plant to Bag eher etwa das Produkt, das man aus der Pflanze holt, in einen Beutel reinmacht. Aber da bin ich mir echt nicht mehr sicher. Wir machen jetzt einfach einen Haufen Beutel. Nein, da uns fehlt noch was. Ich bin total dämlich. Was wir nämlich rausbekommen aus dem Plant Processing ist tatsächlich nicht der Stoff selbst, sondern was wir bekommen ist BQST auf dem Weise Thread, also halt Fäden. Die müssen wir noch erst noch spinnen. Das habe ich total vergessen. Meine Güte. Entschuldigung. Passiert. Build, Workshop, Loom. Wir brauchen einen Haufen Looms, also Webstühle. Da kann man ruhig aus Holz bauen. Wir haben so viel Holz. Und davon empfehle ich auch wirklich mehrere zu haben. Das ist ein ziemlich arbeitsintensiver Prozess. Kann man ruhig parallelisieren. Und dann machen wir jetzt noch einen Cloth-Stockpile. Da kommen dann unsere ganze Kleidung hin. Der kann ruhig ein bisschen größer sein, einfach weil wir sehr, sehr viel von dem Zeug haben werden. Hoffentlich. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken. Die Large Serrated Iron Discs sind fertig. Dann bauen wir doch jetzt mal ein paar Fallen. Mit Build, Rost T, kommen wir in das Trap-Menü. Und da können wir jetzt verschiedene Fallen bauen. Es gibt die Stonefall Traps, für die braucht man halt wirklich nur Mechanismen und einen Stein. Die sind allerdings nicht unglaublich effektiv. Sie können tatsächlich einen Gegner direkt umbringen, aber es ist relativ unwahrscheinlich. Wir bauen jetzt Weapon Traps. Lever sollten wir auch bald mal bauen. Es gibt auch noch Cage Traps, da kann man Gegner tatsächlich fangen. Was interessant ist, tatsächlich. Aber wir machen jetzt erstmal eine Weapon Trap. Oder besser, ein paar. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, die Zwerge der Festung, also die in der Festung leben, werden die Falle niemals auslösen. So, wie funktionieren Weapon Traps? Wie sagen wir, was wir in der Weapon Trap haben wollen? Erstmal platzieren wir sie irgendwo. Dann sagen wir, welchen Mechanismus wir haben. Dabei ist tatsächlich relativ wichtig die Qualität des Mechanismus. Je höher die Qualität des Mechanismus, desto besser sind Trefferwahrscheinlichkeiten für die Falle. Das heißt, da lohnt sich tatsächlich, die teureren zu nehmen. Und jetzt können wir in eine Waffenfalle maximal 10 Waffen reinpacken. Und jetzt können wir auswählen, welche sollen das sein. Wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Iron Discs, 2 Stück. Und dann drücken wir auf D, wenn wir fertig sind. Wir können auch weniger als 10 halt reinmachen. Und dann wiederhole ich das im Prinzip. Achso, wenn ihr hier so eine Kategorie habt, dann könnt ihr übrigens mit X euch anzeigen, was genau in dieser Kategorie drin ist. Dann holen wir uns halt die mit den schönen Qualitätsmodifikatoren. Also Sternchen ist zum Beispiel schon eine ziemlich gute Qualität. Das Dreiergleichheitszeichen oder whatever, das sind glaube ich schon die Masterful. Nee, es gibt noch die richtig fetten Sterne. Aber, ja, cool. Ich habe jetzt auch nicht die allerhöchsten Qualitätssachen hier, deswegen versuche ich nur relativ hohe Qualität zu nehmen. Und wir können sie später auch immer wieder abreißen und neu bauen. Alles kein Ding. Ja, die sind zum Beispiel relativ gut. Die Qualität der Serrated Iron Discs hat tatsächlich auch einen Effekt. Je höher die Qualität von denen, desto einfacher durchschlagen sie Waffen. Rüstung meine ich, nicht Waffen. Rüstung und insoweit. Und sie können, glaube ich, auch ein bisschen mehr Schaden machen, potenziell, weil das Schadensmodell in Dwarf Fortress sehr, sehr komplex ist. Kann man so halt zum Beispiel einfacher, ja, Körperteile absägen oder so. Also, hochwertige Waffen sind schon sehr, sehr, sehr nützliches. Man kann tatsächlich auch Fernkampfwaffen in diese Weapon Traps machen. Die brauchen dann nur trotzdem tatsächlich Munition. Die müssen mit Munition gefüllt werden. Deswegen ist es eher so, So, das muss also gebaut werden. Sehr, sehr schön. So, dann brauchen wir noch ein paar Leute, die Weaving können. Damit die Looms auch gebaut werden. Weaving. Was haben wir denn hier?
Wir haben jetzt erstmal hauptsächlich Leute aus der neuen Migration Wave, weil ich sag jetzt einfach mal, ich denke mal, dass die Zwerge, die in den vorigen Migration Waves waren, die haben schon alle anständige Jobs zugewiesen bekommen. Muss nicht wirklich so sein, aber ich hoffe es einfach mal. Wir können ja den Rangern das hier mal zutrauen. Weaving. Und hier dem Fischerzwerg auch noch. Ja, dann haben wir 3. Okay, ich glaube, wir brauchen noch ein paar Wooden Bins. Sind es wirklich Bins, keine Cabinets? Irgendwo hatte ich da mal einen Fehler gemacht, ne? Damit wir halt das ganze Zeug hier verstauen können. Kommt doch in Bins, oder? Ja, gut. Können wir das deutlich besser stapeln. Und ihr seht schon, wir haben ziemlich viele Fäden, aber nur relativ wenig Cloth. Und das wollen wir jetzt ändern. Die Looms funktionieren übrigens automatisch. Die sind automatisch so eingestellt, dass sie alle Fäden versuchen, in Kleidung umzuwandeln. Fäden haben tatsächlich auch nur sehr wenige Verwendungszwecke an sich. Unter anderem in der Medizin werden sie eingesetzt, aber da werden wir schon genug Fäden auftreiben. Ruckel. Schön. Bup. Okay, und jetzt sind wir schon wieder fast komplett beschäftigt. Und die Tümpel füllen sich wieder mit Wasser. Na, interessant. Was? Okay, ja, es gibt... Also in Kia ist so ein... Raubvogel? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die heißen auch im Deutschen Kias. Das sind... relativ große Raubvögel, besonders wenn man ein Zwerg ist. Und bestimmte Tiere klauen halt einfach dein Zeug. Das Viech hat gerade einen Köcher geklaut. Oh nein, wie werden wir das nur überleben? Ey, ich meinte übrigens, die eigenen Zwerge werden Fallen nicht auslösen. Karawanen würden theoretisch die Fallen auslösen, aber weil sie halt freundlich sind, sagt man denen im Prinzip Bescheid. Nee, da solltet ihr vielleicht nicht lang gehen. Und dementsprechend blockieren Fallen tatsächlich den Weg zum Handelsdepot. Wir haben übrigens gerade keinen gültigen Weg zum Handelsdepot, weil da ein Loch in unserer Straße ist. Da sollen wir mal was machen. Wir bauen da mal eine neue Brücke. Ganz ähnlich zu der vorigen. Und ich lasse mal die Hunde umziehen. Damit die nicht so ganz im Weg stehen. Okay. Dann entfernen wir diese Zone hier einfach. Und dann müsste das alles stimmen. Wir haben auch immer noch keinen Hebel für unsere Brücken. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal einplanen. Weil die Zugbrücke geht nicht einfach durch Magie zu, sondern wir müssen einen Hebel ziehen. Wir bauen den Hebel mal relativ zentral, da wo häufig viele Zwerge da sind in der Nähe. Weil dann kann sehr, sehr schnell ein Zwerg wirklich reagieren und dorthin rennen. Okay, wir machen weiter Drinks, das ist gut. Die Fallen kommen ganz gut voran, das ist schön. Eine Falle mit halt wirklich 10 Waffenteilen zu bauen, kann eine ganze Weile dauern. Es gibt noch so einen Nachteil, wenn man halt praktisch eine einzige Falle mit sehr, sehr vielen Fallenteilen, mit sehr, sehr vielen Waffenteilen drin baut. Fallen haben, wenn sie zuschnappen, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie stecken bleiben. Insbesondere, wenn sie tatsächlich eine Kreatur töten. Dann müssen sie im Prinzip von einem Zwerg wieder zurückgesetzt werden. Wenn man also eine richtig fette Falle baut, die 10 Waffenteile enthält,
und dann kommen da 10 Gegner an, hast du womöglich schlechte Karten. Oh nein, eine Tower Cap Splint. Nein, was soll man nur tun? Dann hast du womöglich Pech, weil du, weil die Falle beim ersten Gegner, der reinlatscht, halt stecken bleibt, die jammt. Und die anderen 10 Gegner können einfach dran vorbeilaufen. Also die können wirklich durch die Falle durchlaufen, sie steckt halt fest. Sie kann nicht mehr agieren. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Zeug draußen rumliegen, aber das ist alles nicht so viel wert und so weiter. Pff. Haben wir schon die Beute in Auftrag gegeben? Ne, haben wir noch nicht, ne? Dann machen wir nochmal welche. Cloth Bag 32. Wir fangen jetzt tatsächlich an, Kleidung zu verarbeiten. Ich würde auch mal sagen, unser Manager-Bookkeeper sollte mal umziehen. Ein anständiges Büro. Groß muss es ja nicht sein. Das war's schon. Ah, wir haben keine Stühle mehr. Na gut. Aber eine Tür können wir noch einbauen. Achso, wow, die Folge ist einfach davon gezischt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächste Folge wieder ein. Ich war gerade ein bisschen fokussiert. Bis zum nächsten Mal.